Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Mittelerde, Schatten des Krieges. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollten diesmal nach Silith Ungol reisen. Ne, warte, dafür muss ich eigentlich nur auf die Map gehen. Und dann können wir hier, ups, mit der Schnellreisefunktion hier hinreisen. Zitadelle, Dunkelstamm, Stufe 79. Ach du Heilige, wir sind Stufe 7. Naja gut, wir sollen hier hin. Dann würde ich mal sagen, machen wir das. Möchtest du dieses Gebiet wirklich per Schnellreise aufsuchen? Ja, möchte ich. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Hier wird es wahrscheinlich jetzt auch alles wieder ein bisschen schwieriger, gehe ich mal einfach von aus. Lassen wir uns überraschen. Leibwächter kann man kriegen. Stand da gerade. Drücke 2, um deinen Leibwächter anzuweisen. Wer braucht denn einen Leibwächter, ey? Bin Talion. Okay, hinter feindlichen Linien. Klingelt in der Dunkelheit. Das ist ein Außenposten. Die Armeen von Serith Ungol sammeln sich für den letzten Angriff auf Minas Ithil. Kankra hat Informationen, mit denen du die Anführer der Ork-Armee finden und eliminieren kannst. Kehre zu ihr zurück und zerstöre Saurons Armee von innen heraus. Setze feindliche Außenposten außer Gefecht, um die gegnerische Stärke in einem Gebiet herabzusetzen. Besiege dazu den Hauptmann, der den Befehl über den jeweiligen Außenposten hat. Ja, der ist ja nur Stufe 79. Gut, ich denke heute nicht. Nein. Neue Aufträge jetzt verfügbar. Drücke Escape, um Aufträge zu sehen. Okay, ich kann aber auch einfach die Map öffnen und dann sehen. Ah ja, hier ist auf jeden Fall ein neuer Wegpunkt. Ah, hier sind auf jeden Fall schon Gegner. Ich weiß halt nicht genau, welches Level die haben. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, das Gebiet. Wir können uns das hier erstmal markieren, damit wir schon mal wissen, wo das ist dort. Ach, das ist ja direkt hier vorne. Okay. Sehe ich denn hier irgendwas anderes noch? Oh shit, Leute. Sind das... Was ist das? Ein Groga oder wie die Dinger heißen? Ich glaube, ne? Okay, ich muss da oben hin. Der macht ja hier erstmal schön Party. Das kann uns ja recht sein. So, wir gehen mal hier lang. Oh shit. Neuer Feind, Graux. Ach, Grau, genau, so hießen die. Sind furchteinflößende Bestien, die nur mit anhaltendem Kraftaufwand zu Boden gebracht werden können. Lande bei brüllenden Graux einen Kopftreffer mit einem aufgeladenen Schuss, um sie zu betäuben. Vielleicht lasse ich auch einfach die Orks mit denen kämpfen. Da geht's gut ab. Okay, wir hauen erstmal ab, würde ich sagen. Und gehen hier oben rauf und säubern das Gebiet. Da vorne ist ein Wurm, das ist super. Die brauche ich auf jeden Fall jetzt ja wieder, damit ich die Hauptmänner aus diesem Gebiet mir mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen kann. So, aber erstmal wird das hier wieder gesäubert. So, mal schauen, was es hier alles gibt. Also wie gesagt, Items und so weiter, die Kankra-Mission, werden wir uns alles markieren. Ja, hier ist irgendwie gar nichts los, dort soll irgendwo was los sein. Ah, okay, da ist ein Artefakt. Jo, bis da hinten. Ah, okay, da ist Ethildin, hier muss noch mehr sein. Na, da. 2 von 3 fehlt immer noch ein bisschen. Ah, hier irgendwo. Da. Ethildin direkt bei uns, das ist schon mal gut. Hier wirklich. Okay, krass, habe ich nicht mit gerechnet. Da. Eine Sache fehlt noch, Hügelgräber sind dort, okay. Eine Sache noch. Vielleicht irgendwo hier hinten noch. Hier ganz unten. Nee. Ah, hier irgendwo. Noch ein Artefakt. Okay, ich kann irgendwie hier auch durch den Berg schauen oder so. Okay, sehr gut. Das hätten wir schon mal. So, warte mal. Hier ist irgendwo ein... Da, genau unter mir. Ah, nee, da liegen einfach Infos, so wie es aussieht. Ah, okay. Dann nehmen wir die halt einfach so mit.
So. Oh, guck dir das an, ey. Oh, der hier ist. Der, das hier wird bald abgeschlossen. Verbleibender Zug einen. Die sollten wir uns dann auf jeden Fall anschauen. Nurok der Meuchler. Der ist Level 9. Okay. Anfällig gegenüber berittenen Bestien. Ja, müsste ich mir vielleicht überlegen. Guck mal, wie viele Sachen der jetzt schon hat. 5, ey. Krass. Er ist ein leichtes Ziel. Er hat Furcht vorm Festnageln. Das ist gut. Und er leidet Schaden durch Schleichen, Explosion und Hinrichtung. Die Armbrust sieht cool aus. So, hier vorne soll noch irgendwo ein Wurm sein. Zwei sogar. Geil. Zwei sogar. Das trifft sich ja hervorragend. Vielleicht kann ich den anderen dann auch direkt befragen, in Anführungsstrichen. So, dann natürlich ihn. Ruck Trophäenschnitzer. Anfällig für Hinrichtung, anfällig für Schleichen und Bestienfutter. Der scheint nicht ganz so schwer zu sein. Er leidet Schaden durch Explosion, Fernkampfangriffe und anfällig für Feuer. Gefolge von Kriegern dabei. Er ist ein Fallensteller. Ach, er wirft wieder diese Dinger. Und er wird durch Untote erzürnt. Okay. Keine Sorge, wir wollen dich nicht wütend machen. So, du bleibst direkt hier. Ich habe nämlich gehört, dass du auch ein paar Infos hast, die du gerne an mich weitergeben würdest. So, ah, die wollen sich danach bekämpfen. Alles klar. Boruk, der Nörgler. Anfällig für Schleichen, Fernkampf, Explosion und anfällig für Bestien. Okay. Dankeschön. Und so schnell bekommt man wieder mal ein paar Infos über die ganzen Leute, die hier so am Start sind. Oh, da wird irgendjemand... Guck mal, da geht jemand mit Karagors oder so. Oh ja, tatsächlich. Den könnten wir natürlich dann auch zu unserem Vorteil nutzen und irgendwie übernehmen oder so. So, du bist tot. Wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Ich hätte doch eigentlich... Hier hinten war doch so richtig schön noch das Dingens, wenn ich hier eh schon mal bin. Ach, guck mal, da ist ein Artefakt. Wenn ich hier eh schon mal bin, dann gehen wir erst dorthin. Ah, da vorne sogar, okay. Und dann können wir eigentlich... Oh. Okay, warte, diesmal mach ich's mal. Leider kann ich das bisher nur so machen. Ah, nee, ich hab's doch... Hab ich mir das andere nicht geholt? Glaube schon. So, stirb. Oh, oh, da hinter mir ist ja noch einer. Da sind sogar noch mehrere. Na komm, schlag zu. Ich stehe mit dem Rücken zu dir, schlag mich doch. Geht doch. Weiß nicht, was sein Problem war, warum er mich nicht angreifen wollte. Oh, ausgewichen. Glück gehabt. Oh, gibt's ja nicht. So, ich bin gleich ein bisschen wütend. Ich bin ein bisschen wütend, bin ich schon, ne? Ich könnte jetzt jemanden killen, aber ich könnte natürlich auch jetzt mit meinem brennenden Schwert einfach weiterkämpfen, bis ich richtig wütend bin. Um dann so eine geile Hinrichtung mal wieder zu machen. Man muss auch mal sich was gönnen, habe ich gehört. Nope. Hier wird mich niemand von hinten angreifen. Sorry. Oh, okay, aber von vorne. Ja, von vorne ist in Ordnung. Von hinten ist halt nur nicht so nett. Okay, Leute, ich bin jetzt gleich sauer. Ja, ich weiß. Neue. Oh, wilde. Was? Wie wilde? Huh! Das war. Das ist ein Typ. Wow! Aua, das tat weh. Das tat echt weh. Oh Gott, hat der mir viel Schaden gemacht, Leute. Guck mal meine Lebensenergie an. Bekommst du Schaden dadurch? Bekommt er tatsächlich. So, bleib mal da hinten stehen. Oh Gott, er ist erzürnt. Pah! Wow, das war knapp, ey. Was für ein Kampf. Okay, der hätte mich fast, fast down gekriegt. Tschu, dann wollen wir erstmal hier einsammeln. Ein Mantel des Waldläufers wieder. Stufe 5 ist aber schlechter als unser. Deswegen wird er zerstört. Zack. Puh, ey. Da habe ich uns schon sterben sehen. Doch sie kann gegen sie gewendet werden. Eine Sekunde. Komm mal her hier. Hey! Gib mir Lebensenergie! Danke. Okay, das Item, Artefakt meine ich, holen wir uns gleich. Und dann machen wir die Mission. Wird mal wieder Zeit, dass wir der Hauptmission hier ein bisschen folgen. Das erste Artefakt. Streitwolf. Es ist leicht, die Orks als Bestien abzutun. Doch ihre Grausamkeit und List hilft ihnen dabei, im Krieg zu bestehen. Auch ihre Waffen erscheinen eher primitiv. Doch sie erfüllen ihren Zweck.
Mit einem harten Schlag auf den Kopf lässt sich jeder Schädel spalten. Ob mit Stahl aus Gondor oder dem rohen Eisen der Orks. Das stimmt. Okay, wir haben wieder 1000 Credits. Wir können jetzt aber nicht wirklich was damit machen eigentlich, oder? Das, was wir sonst auf dem Schlachtfeld finden. Der Ork, der sie stahl, kannte wohl kaum ihre Geschichte. So, hier gibt's ein bisschen Muni. Gut, lassen wir mal eben schauen. Okay, die Quest geht hier vorne schon weiter. Ach, hier sind sogar noch zwei, ey. Ja, ich würde sagen, komm, wir gehen erstmal dorthin. Machen wir erstmal das Monument. Zerstöre das Stammesmonument des Oberherren. Gib Belohnung. Das sind auch neue Sachen. Also hier gibt es so einige neue Sachen. Hier unten ist bald dieser Kampf. Da müssen wir eigentlich irgendwie mal hin, damit wir die Leute fertig machen können. Hochburg, Dunkelstammstufe 124. Ach, das ist... Ah, okay. Ich verstehe. Das ist nicht die Stufe von dem Krieger, ihre Visionen können uns helfen, sondern von der Festung. Den Ring. So, warte. Holen wir mal eben die. Okay, warte. Jetzt würde ich gerne mal ausprobieren. Ah, Mist. Hat nicht geklappt. Ich wollte noch eine weitere Schleichtötung machen. Um das mal auszuprobieren, habe ich ja bisher noch nicht gemacht. Du Sausack! So, Sekunde. Ich bekomme meine Wut eh nicht mehr voll. Dann können wir den Typen auch einfach hinrichten. Was soll's. Na komm. Du kämpfst ja wie ein Ork. Und ja, das geht als Beleidigung durch. So, okay, Leute. Wir gehen da oben lang. Obwohl ich eigentlich nach unten muss. Ja, ich denke, dass ich aber erst hoch muss, um dann wieder runter zu gehen. Keine Ahnung. Oh, wow, 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 was war das? Die Lags waren real. Manchmal gibt es so Mini-Lags hier immer noch. Ich weiß nicht genau, warum. Obwohl, die letzten Folgen war es eigentlich gut, ne? Frag mich was anderes. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Yeah! Geil. Zwei Leute mit einer mit einem Schleichangriff. Wie geil ist das bitte? Oh, Ghule, oder? Ich glaube, das sind Ghule. Oh, die kann ich nicht. Okay, die kann man scheinbar nicht mit dem Schleichangriff fertig machen. So, hier geht's rein. Ah, da ist bestimmt wieder so ein Ghul-Mutter, ey. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Nee, hier scheinen Orks zu sein. Okay. Oh, zwei Würmer. Vier sogar. Okay, pass auf, wir machen erstmal den Typen da oben. Morgai fliegen, die kennen wir doch schon. Habe ich zwar, glaube ich, bisher noch nicht so wirklich benutzt. Aber, na gut. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Pass auf, ich habe eine Idee. Oh Gott, ich dachte gerade, ich habe ihn nicht erwischt. Komm, den da. Sehr gut. Das sind die ersten Infos, die wir bekommen. Ich hoffe, dass der andere jetzt nicht so mega schnell abhaut. Wir holen uns erstmal die Infos über den hier. Kränklich. Okay, das ist doch schon mal gut. Furcht vom Festnageln. Demoralisiert. Wird benommen, wenn der Tod eines verbündeten Hauptmanns miterlebt wird. Okay. Das ist schon mal ganz gut für uns. Gerade wenn die gegeneinander kämpfen. Dann können wir erstmal den einen killen. Und der andere hat dann Angst. Nee, ich will dich auch gar nicht lebend. Ich will... erstmal dir ein paar Infos entlocken und dann will ich dich einfach eiskalt töten. Okay, danach ist der hier dann dran. Ha! Geiler Hut. Lustig. Todkrank. Kann durch den Einsatz von Gift auf der Stelle getötet werden. Aber er hat auch hier eine Unverwundbarkeit. Bestienzähma. Okay, alles klar. Unbeholfen, leichtes Ziel entflammbar, anfällig für Schleichen. Er leidet Schaden durch ihn, richtig. So, hier ist so ein richtiges Bestienlager, ne? Ja, genau. Genau, schmeiß mir einfach so ein Ding voll ins Gesicht. Seems legit. Okay, ich würde jetzt gerne trotzdem die Mission erstmal starten. Wir müssen ja nicht so übertreiben. Oh, oh. Das ist bestimmt so ein Obertyp. Was machen die denn? Oh, oh.
Du sollst auch nicht Geisel werden, du sollst... sollst doch nur... Du Sausack! Bleib hier! Nein! Du schlägst mich nicht mehr! Okay, hat gerade noch so geklappt. Das hat gerade noch so geklappt. Der hier meinetwegen danach? Ishmos, der Süße. Ich finde ihn auch süß. Mit seinen Piercings und so, das hat doch was. Anfällig gegenüber Schleichtodischen. Oh, kann mit dem Schleichangriff sofort getötet werden. Das ist sehr gut für uns. Okay, und ich habe gehört, dass hinter mir Leute sind. Ich würde sagen, die töten wir mal eben. Zumindest einen. So, oh Leute, das ist mal wieder eine Horde. Jetzt kann ich mal wieder hier ein bisschen kämpfen. Aber ich möchte eigentlich natürlich die Hauptquest ein bisschen weiter vorantreiben. Dankeschön für Ihre Hilfe, mein lieber Geist. Das würde ich nur ohne den Geist machen, oder? Ich frage mich immer wieder. Ah, du, ich hasse dich! Also, ich muss trotzdem ein bisschen aufpassen, ganz ehrlich. Weil ich sonst wieder ein Problem bekomme gleich. Wenn ich gegen so viele kämpfe. So, mein Schwert brennt schon mal. Boah! Was ist denn falsch mit dem Typen? So, komm her, ich kill den einfach. Scheiß drauf. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mal wieder eine brutale Hinrichtung mache. Aber wenn der Dulli mich hier so abfuckt. Die wollen einfach nicht, dass ich Leute töte. Ich weiß überhaupt nicht warum. So, geht doch. Ein bisschen Lebensenergie verloren. Finde ich nicht cool. Kann ich irgendjemanden aufzehren? Scheint nicht so. Okay, Sekunde. Bevor der runterspringt, mache ich den mal eben fertig. So, und ich starte jetzt einfach mal hier die Quest. Klingel in der Dunkelheit. Der Palantir ist vorerst außer Reichweite, aber vielleicht können Kankras Vision dich leiten. Habe ich, glaube ich, schon 10-mal vorgelesen, ne? Oh, Gollum! Den kennen wir doch noch. Irgendwoher. Neuer Feind, Olokai, Kriegstrolle. Olokai sind zähe Kämpfer mit mächtigen Angriffen. Jegliche Versuche, über sie zu springen, werden sie abwehren. Aber du kannst ihre Angriffe vermeiden, indem du Space drückst, um auszuweichen oder zwischen ihren Beinen durchzurutschen. Sie können mit einem aufgeladenen Kopftreffer oder durch einen perfekt abgestimmten Konter betäubt werden. Lass der Betäubung eine Serie aus Nahkampfschlägen folgen oder halte linke Steuerung gedrückt, um auf den Olok aufzusitzen. Tippe mehrmals auf linke Maustaste, um ihn schnell in den Rücken zu stechen und bewege WASD, um ihn in seine Kameraden laufen zu lassen. So, dann machen wir das doch erstmal hier. Ah, da muss ich schon wieder durch seine Beine. Du brennst. Entschuldige bitte, aber ich habe gehört, dass du brennst. Kann ich dann auch eine Hinrichtung gegen den machen? Ah, kann ich scheinbar wirklich. Ich dachte erst, er hat sie jetzt abgeblockt. Oh, die Waffe ist geil, ne? Die Waffe ist geil, Leute. Wir haben euch gerettet, leuchtender Herr. Gollum, warum solltest du mich retten? Ach, von dir war nicht die Rede, garstiger Waldläufer. Er steht im Dienst der Spinne. Nein, nein. Die dunkle Herrin wacht über Gollum. Gollum wacht über den leuchtenden Herrn. Leuchtender Herr tötet den dunklen Herrscher. Und die Spinne zieht die Fäden. Sauron ist unser gemeinsamer Feind. Man kann sich seine Verbündeten nicht immer aussuchen. Geh voran. Okay, wir müssen Gollum wieder folgen. Gollum, folge Gollum. Okay. Kannst ruhig ein bisschen schneller gehen. Schließe. Nicht irgendein Troll. Das sind Olokai, Kriegstrolle. Sie sind schlauer, schneller und immun gegen das Sonnenlicht. Saurons Truppen sind stärker denn je. Wir hassen sie so sehr, wie wir Orks hassen. Wir bleiben auf Abstand, damit wir nicht gequetscht und gemalmt werden. Das ist eine gute Idee. So wie du letztes Mal meinen Kopf mit einem Stein zermalmen wolltest,
Aber das haben wir nicht. Wir könnten dem Herrscher nie wehtun. Wir machen es jetzt wieder gut, ja? Das bleibt abzuwarten. Wollte gerade sagen, das sehen wir noch. Okay, der Außenposten hat sich gleich wieder beruhigt. Da unten seht ihr es. Sehr gut, die sind nicht mehr in Alarmbereitschaft, aber ich bin auch eigentlich sowieso nicht mehr hier. Ah, das riecht doch wieder nach einem Ghoul-Hinterhalt hier, oder? Ah, ne, da sind noch ein paar Uruks. Ich versuche einfach mal jetzt mit zu schleichen. Und nicht großartig Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Von mir aus könnte Gollum auch ein bisschen schneller rennen. Hier rein. Was ist denn, wenn ich schneller gehe? Geht er dann auch schneller? Oh ja, nice. Das ist cool, das wusste ich nicht. Wir sind fast da. Ich weiß, warum ihr hier seid. Gib zurück, was du gestohlen hast. Sei still, Ringschmied. Wie redest du mit mir? Gestohlen. Er hat ihn mir aufgedrängt. Was ist mit dir, Talion? Ich bin hier wegen Minas Ithil. Du willst es retten, auch wenn es schon verloren scheint. Es muss einen Weg geben. Sie sind wahr, deine Visionen. Schenk mir noch eine. Und wofür? Um Weisheit? Oder Macht zu erlangen? Oh, du brauchst nichts zu sagen. Hier hast du deine Wahrheit. Du willst es zu was bringen? Dann musst du töten. Du willst Beachtung? Töte eine Bleichhaut. Je mächtiger dein Opfer, desto schneller steigst du auf. Idril. Und weg ist sie. Sie stirbt. Viele werden sterben, bis Sauron bezwungen ist. Dieses Wissen kann uns helfen. Töten wir den Mörder. Findet diese Zukunft vielleicht nie statt. Wir können sie retten. Ob sie lebt oder ehrenvoll stirbt, wird den Ausgang des Krieges nicht beeinflussen. Wir müssen Castamir unbedingt beschützen. Wenn er diesem Meuchler anheimfällt, verlieren wir den Palantir. Oh, wir finden ihn, mein Schatz. Für den leuchtenden Herrn. Wir gehen nach Tirith Ungol. Ja, wir finden den garstigen Meuchler. Ja, ja. Na gut. Der Meuchler muss aufgehalten werden. Gollum, weißt du, wo er zu finden ist? Ja, wir haben seine geschwungene Klinge erkannt. Eine Morgul-Klinge. Ja, sticht alle Leibwächter des Häuptlings ab. Wenn wir seine Ziele finden, die Uruk-Leibwächter, dann finden wir auch den Meuchler. Der erste ist ganz nah, hier lang. Da sind die Charakterspawn. Okay, wir schleichen mal einfach mit. Guck mal, da kämpfen die gegeneinander. Also wir probieren uns einfach mal hier mit Gollum durch die feindlichen Linien zu schleichen. Vorsicht, da ist ein Morgai-Fliegennest. Was machen diese Orks? Nur, zum ersten Leibwächter geht's hier lang. Zuvor sagtest du, du hättest die geschwungene Klinge des Meuchlers erkannt. Du siehst Kankras Visionen also doch. Ja, leuchtender Herr. Okay, der rennt eh weg. Hab überlegt, ob ich den töte. Einer der Leibwächter war in der Nähe. Ganz sicher. Okay. Hier geht's lang. Ah ja, gut. War jetzt nicht so schwer, die Leiche zu finden. Nur eine Morgul-Klinge verursacht solche Wunden. Wir sind auf der richtigen Spur. Er ist schon seit einiger Zeit tot. Wir müssen schneller sein, wenn wir den Meuchler schnappen wollen. Ja, wir wissen, wo noch ein Leibwächter ist.
dumme Waldläufer nicht da lang. Ja, ich bin doch hinter dir, Mann. Wenn der Meuchler sich durch die Reihen mordet, wird er stets größere Ziele ins Visier nehmen. Wie Castamir. Ja, Castamir ist der Einzige, der weiß, wo der Palantir ist. Er muss um jeden Preis am Leben bleiben. Okay. Da sind schon wieder Leute. Aber ich find's gut. Der lustige Ork ist hier irgendwo. Ach, wir wissen noch nicht mehr, wo genau. Wir sind nah dran. Hinten ist ein Ei. Ihr findet ihn. Ich dachte, Molochs vertragen kein Sonnenlicht. Du denkst an Trolle, Leute. Hinterher. Ey, will der gerade wieder Alarm schlagen? Nee, oder? Nee. Wir kämpfen mal ein bisschen. Die Leiche wird uns ja wohl nicht davonrennen, denke ich. Meine Güte. Dass irgendwie immer ein neuer Ork dann dazukommen muss. Der... Ah, so nicht, Freundchen. Der mich davon abhalten will, seine Mates zu killen. Weiß überhaupt nicht, was denen einfällt. So, schöne Trefferserie schon, oder? Kann man mal machen. Oh, nice. So, wir sind schon ziemlich wütend jetzt. Muss aber eigentlich das Opfer finden. So, hier war es ja nicht. Obwohl es hier noch weitergeht. Aber hier ist es nicht. Nein, das ist die falsche Fährte. Ja. Er denkt irgendwie auch, ich bin irgendwie manchmal ein bisschen doof oder so. Ja, pass auf. Zack! Zwei zum Preis von einem. So, oh. Hallo. Okay, unsere Wut wird immer größer. Sekunde mal, ich kann eigentlich da mal eben reinrennen, meine Wut vergrößern und dann hauen die ja alle ab. Oh. Boah, ich dachte gerade, ich will noch jemanden angreifen. Ich wollte gerade schon kontern, war aber gar nicht nötig. Oh, oh, irgendjemand... Puh, schießt auf mich, Sekunde. So. Ich hoffe, die haben jetzt ein bisschen Angst. Was? Du hast keine Angst? Respekt. Oh, oh, da kommt ein Fernkampf. Angriff. Da oben bist du, alles klar. So, komm her. Nein. Ah. Geht doch. Okay, hier liegt eine Leiche. Vielleicht war das dann... Ja, das ist das Richtige. Dann lassen wir uns mal hier runterfallen und schauen uns das ein bisschen genauer an. Von einer Morgul-Klinge, genau wie beim letzten. Dieser Mord ist nicht so lange her wie der andere. Wir kommen näher. Gollum wird wissen, wo unser nächstes Ziel ist. Gollum, gib Gas, Junge. Noch ein Uruk. Er ist noch nicht lange tot. Wir sind nah dran. Näher und näher. Wir bringen euch dahin, wo der nächste ist. So, ich bin gespannt, ob wir hier in eine Falle gelockt werden von Gollum mal wieder. Dumme Ochse sehen Gollum nie. Wir schleichen rum und hören ganz viele Dinge. Ja. Solange er das Wissen mit uns teilt, ist alles gut. Okay. Ist aber echt wenig los dafür, dass wir eigentlich hier... Oh. Ochse kommen. Er hat panische Angst vor Morgul. Okay, zwei Leute, das ist schon mal gut. Haben wir direkt zwei ausgeschaltet. Meine Hinrichtung spare ich mir für den Olokai-Dingens da auf. Den sollte ich auf jeden Fall im Auge behalten, damit wir ihn ablocken können, wenn er... Sag mal, was willst du denn von mir da? Stirb doch einfach. Okay, der stirbt nicht so einfach, scheint mir. Oh, shit, ich wollte ihm gerade... Mit E kann ich ihn betäuben, ist das so? Oh, das wollte ich gar nicht. Ah, der ist schon tot. Das ging schnell. So, du brauchst gar nicht mehr aufstehen. Dankeschön. Immer laut und gemein. Aber sie mögen die Fliegen nicht. Mein Schatz, besonders der Meuchler,
Er rennt immer vor ihnen davon. Ah, der Typ hat also Angst vor Fliegen, das ist gut zu wissen. Wir sind nah, aber es gibt zu viele Orks hier. Bleib hier. Ich finde ihn noch allein. Okay. Ich schau mal, dass ich möglichst ungesehen vorankomme erstmal. Da wäre wieder so ein Fliegennest. Ist schon mal gut. Okay, wieder zwei Leute. Ah, Fernkämpfer. Schon. Ich muss den Fernkämpfer erwischen. Ich hasse die Viecher, ey. Die machen mir sonst gleich zu viel Schaden. Das sind die einzigen, die halt mega am Rumnerven sind, ne? Also, es sind nicht mehr viele hier. Da unten soll noch irgendwo einer sein. Aber ich suche jetzt erstmal nach dem Opfer. Da unten ist mega die Horde wieder. Okay, komm, dich erwischen wir noch. Ah, da vorne liegt er doch schon, oder? Ist er das? Oder sind das Leute, die ich gekillt habe? Hab ich scheinbar gekillt. Ist hier... Diese Spur ist kalt. Die Spur ist kalt, okay. Ah, warte, die haben sie denn hier? Ah, ich bin ja eigentlich noch fast voll. Dort ist noch eine Spur. Ah, hier nach unten. Ein weiteres Opfer. Doch dieses lebt noch. Finden wir heraus, was er weiß. Sehr gut. Jetzt leidest du, aber richtig, ey. Und danach wird derjenige leiden, der dein Meuchler war. Ratak, der Meuchler. Okay, die Stärken und Schwächen deines Feindes zu verstehen, gibt dir wichtige Informationen darüber, wie du ihn bekämpfen und besiegen kannst. Drücke X zum Anzeigen der Eigenschaften des Meuchlers. Dein Meuchler hat Angst vor Morgai-Fliegen. Wenn du diese Angst ausnutzt, werden alle seine Immunitäten temporär unwirksam. Verwende dieses Wissen gegen ihn. Okay, das ist doch gut. Wo ist er hier? Das ist er. Ich würde gerne kurz mir nochmal anschauen, was er sonst noch so hat. Unbeholfen. Kann ergriffen oder zum Reiten genutzt werden. Das ist gut. Furcht vor Fliegen. Schwacher Herr. Ist zeitweilig benommen, nachdem sein abgerichtetes Tier oder sein Gefolge getötet wurde. Okay, zittern. Benommen, wenn er erzürnte Feinde erblickt. Er leidet durch Hinrichtung, Explosion, Schaden. Unverwundbarkeiten, beschusssicher und er ist stets auf der Hut. Das heißt, okay, man kann ihn nicht mit Schleichhinrichtung killen. Durch Spinnen wird er erzürnt und hat noch ein paar... Oh, eine vergiftete Waffe. Krass. Okay, sehr schön. Da würde ich mal sagen, den Typen schnappen wir uns, oder? Wie seht ihr das? Klingt doch nach einer Option. Der Meuchler ist nah. Okay, warte, wir können ihn uns markieren. Da hinten ist er. Ratak. Ja, das ist er. Okay, ich muss eigentlich einfach reingehen. Ich kann sonst nicht großartig was machen. Gegen den Schleichangriff den wehrt er ab. Das bringt mir also nichts. Das heißt, wir gehen einfach runter, stellen uns ihm. Der Häuptling ist nutzlos. Würde mich nicht wundern, oder wir machen es anders. Der dunkle Herrscher mir dafür dankt, dass ich den Platz. Haltet sie von mir fern! So, Sekunde. Jetzt kann ich nämlich einen Schleichangriff vielleicht doch machen. Nee, okay, schade. Oh doch, es hat Schaden gemacht, ne? Ja, es hat sogar gut Schaden gemacht. Und dann machen wir den fertig jetzt. War's das schon? Sieht so aus, ja. Der Dunkelstamm-Meuchler ist Geschichte. Tod durch einen Fliegenschwarm. Möge sein Tod das Schicksal von Minas Ithil ändern. Minas Ithil ist dem Untergang geweiht. Wir brauchen den sehenden Stein. Wie viel deiner Seele verlorst du durch diesen Ring? Die dunkle Herrin wird sich freuen. Oh ja, mein Schatz, das wird sie. Okay. Keine Ahnung, was sie jetzt damit bezwecken wollte, dass wir den gekillt haben. Wir haben den Auftrag abgeschlossen, haben dafür sogar noch ein Level Up bekommen. Macht dir eine der Ängste des Meuchlers zunutze. Oh, das war eine... Wow, wusste ich gar nicht. Neue Fähigkeit, Todesdrohung. Anstatt Informationen über einen Hauptmann zu fordern, kannst du einen Wurm befehlen, diesem eine Todesdrohung zu überliefern.
Dadurch erstellst du einen einzigartigen Erzfeind-Auftrag innerhalb des Gebiets. Durch das Aussprechen einer Todesdrohung gegen einen Hauptmann wird seine Stufe erhöht, was den Kampf zu einer größeren Herausforderung werden lässt. Allerdings wird auch die Qualität der Ausrüstung erhöht, die du erhältst, wenn du ihn tötest. Idril und Kastamir sollten vorerst sicher sein. Doch die Belagerung von Minas Ithil wird an. Der Palantir droht weiterhin in Feindeshand zu fallen. Wir sind hinter feindlichen Linien. Das ist die Gelegenheit, Chaos in Saurons Ringen zu stiften. Der Meuchler hatte noch ein Ziel auf seiner Liste. Wir sollten es zu Ende bringen und den letzten Leibwächter des Häuptlings töten. Okay, Leute, wir hauen die Fähigkeiten und so beim nächsten Mal raus. Ich überlege gerade, ob wir einfach nochmal in das andere Gebiet zurückreisen und diesen epischen Typen eine Todesdrohung schicken und den dann töten. Dann sollten wir ja eigentlich ein ziemlich geiles Item bekommen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Die Folge ist schon ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier bei Mittelerde Schatten des Krieges. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen. Bis dahin euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.